Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse Teil 2 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Liana, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser oder Lebensbereiche. Ich nenne eher als Lebensbereichen Häuser, das spricht mich nicht wirklich an. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat, hier auf die Erdenleben. Du bist ein Kind davon. Und Waage begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Das ist wie ein Kostüm. Das beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, gehört zu deiner Persönlichkeit, so bist du auch wahrgenommen. Waage gehört zum Luftelement und das zeigt die Leichtigkeit, auch die Bedürfnis nach Luft, nach einem gewissen Freiraum. Waage vertritt auch die Gerechtigkeit, das heißt, du hast Gerechtigkeitssinn. Waage braucht die inneren Gleichgewicht. Und das brauchst du auch in deinem Leben. Aber Waage neigt dazu, alles abwiegen, ausgleichen. Das erschwert ein bisschen die Entscheidungen. Da kommen diese Verzögerungen oder Unsicherheit. Über die Waage herrscht Venus. Und das ist die Liebesplanet, das Weiblichen. Und das zeigt deine Schönheit. Und es gehört zu deinem Aussehen, dein Auftreten. Und so bist du auch wahrgenommen, eine schöne, gepflegte Dame. Außerdem zeigt auch deine Begabung nach Kunst, Kreativität, Schönheit und Harmonie. Dein Lagna oder Aszendent ist Waage. Jetzt übergehen wir auf den zweiten Lebensbereich. Hier sind die Werte. Und das heißt, alles, was für dich wertvoll ist im Leben, das sollst du in Besitz nehmen. Es sind nicht nur materielle Dinge, sondern geistiger Reichtum oder wertvolle Freundschaften oder vielleicht die Liebe ist für dich wertvoll. Und das sollst du auch genießen. Außerdem gehört auch hier in diesem Lebensbereich die Wertschätzung und auch die Selbstwertgefühl und Finanzen. Und energetisch hängt das auch zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, hat immer weniger Geld, als wenn jemand sagt, ich bin es wert, ich habe das verdient, wobei verdienen ist wieder das Dienen dabei. Und die Reichtum kommt nicht von Dienen. Aber da können wir mal nachdenklich sein. Wichtig ist zum Verstehen, dass die Selbstwertgefühl beeinflusst die Finanzen. Steh zu deinen Werten und verlang auch Wertschätzung. Achte auf deinen Gefühlen, Verlust, Angst. Führt dazu, dass etwas verloren geht. Manchmal ist das Geld. Und Schuldgefühl führt zum Schulden. Ganz logisch. Unsere Gefühle beeinflussen die Ereignisse. Und hier hast du Skorpion.
Skorpion gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Achte auf deinen Gefühlen. Skorpion zeigt die Wandlung, die Transformation, die Erneuerungsprozesse und das geht über Gefühle und beeinflusst deine Finanzen. Und wie kannst du das vorstellen? Das ist die Schlangenenergie und das haben wir auch in unserem Körper. Das sind Energiezentren in unserem Körper und hier bewegt sich Energie, das ist die Kundalini-Energie. Und hier brauchen wir auch die Heilung. Es sind aber zwei Schlangen und wir haben zwei Systeme. Und die eine Schlange mit dem anderen Schlange nichts zu tun hat. Und die eine System hat mit den anderen auch nichts zu tun. Und das sind Gefühle. Es gibt positive Gefühle. Das ist die eine Schlangenenergie. Und das sind Dankbarkeit, Hingabe, Zärtlichkeit, Begeisterung, Kraft, Mut, Fürsorglichkeit und Liebe. Das ist göttlich und schöpferisch. So kann man etwas schöpferisch gestalten. Die negativen Gefühle, und das ist die andere Schlangenenergie, was die Energie nach unten zieht und blockiert uns. Und das kann bei dir den Einfluss für dein Geld, den Geldfluss blockieren. Das sind die negativen Gefühle. Und dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Das ist die tiefste von den Gefühlen, ist auch nicht göttlich. Neid und Hass ist zerstörerisch. Angst nicht, aber blockiert. Bei Angst, Zweifel oder Schuldgefühl oder Wut bewegen wir uns in eine Grauzone. Aber in dem Moment, wo wir das zulassen, die Angst, sind wir schon im negativen Gefühlen. Und damit öffnet sich Pandoras Büchse und ein trojanisches Pferd. Und es sind Einflüsse von außen, kann jederzeit kommen. Also das ist auch ein gewisser Schutz für uns, wenn wir verabschieden von negativen Gefühlen und übergehen auf positiven Gefühlen. Es ist gar nicht einfach, weil Angst haben wir. Das kommt immer wieder. Oder Schuldgefühlen oder Wut passiert alltäglich in unserem Leben. Und wir können nicht so tun, wenn das nicht wäre. Aber wir können das verändern. Wenn wir unseren Gedanken ändern, sofort umschalten und umdenken an etwas, was uns begeistert oder mit etwas beschäftigen, was uns zum Lachen bringt. Und die Angst verschwindet. Was noch hilft, den Tag leben. Wir sind immer dort, wo unsere Füße stehen. Und das ist immer die Gegenwart. Die Vergangenheit kommt nie wieder zurück, nie wieder. Es sind nur Gedanken. Natürlich löst auch Gefühle aus. Und die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, brauchen wir nicht aufhalten. Das kommt sowieso nicht mehr. Und übergehen wir auf den positiven Gefühlen auch die Tag leben. Das schöpferisch gestalten ohne Angst und nicht so viel nachdenken, was in der Zukunft kommt. Weil das kommt genauso, wie wir das vorstellen. Und da ist unsere Vorstellungskraft gefragt. Aber das kommt später, das werde ich noch erklären. Also hier ist die Wandlung und das beeinflusst die Finanzen. Der dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Die Frage ist, wie hast du das erlebt? Hat das Spaß gemacht? Hast du viele Dinge schnell verstanden? Oder war das langweilig und schwierig? Wie war die Verbindung zu deinen Geschwistern oder anderen Kindern?
Hast du Anerkennung bekommt? Hast du Anerkennung bekommen oder Bewunderung oder warst du auf die Seite geschoben? Warst du klein gehalten? Welche Erinnerungen hast du? Und das zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Und wenn wir das damals nicht gelernt haben, dann kommt das später, weil das Leben spiegelt es. Uns zu behaupten, etwas Neues lernen, die Prüfungen des Lebens auch bestehen. Und hier kommen auch Informationen, Austausch, auch eine gewisse Konkurrenz, uns zu behaupten. Aber gehört auch die Verbindung zum Verwandten, kleinere Veränderungen, Schulungen und Medien. Hier hast du die Schütze. Die Schütze ist beweglich. Also ich könnte vorstellen, dass du ständig in Bewegung warst oder warst du damals sportlich. Die Schütze gehört zum Feuerelement. Und die Fächer, was dich begeistert hat, da warst du voll dabei. Alles andere war vielleicht langweilig. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber die Schütze durch dieses Feuerelement lässt sich schnell begeistern von etwas. Aber hier herrscht Jupiter und Jupiter vergrößert etwas. Also die Schütze neigt dazu zum Denken, das muss doch was Besseres noch da sein. Und wenn das die Denkmuster ist, dann entsteht eine gewisse innere Unruhe, die Suche nach was Besseres, nach Größeres und verlieren sie die Orientierung. Dieser Pfeil zeigt die Lösung, eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße und spirituell bedeutet das, das sind unsere Wünsche. Das heißt, wenn die Begeisterung da ist und das entspricht die Wünsche, dann haben wir schon die Orientierung. Dann gibt es nichts Besseres. Und wenn die Schützen das verstehen, dann hilft das. Weil dann haben sie die Klarheit in ihrem Leben. Und hier ist die Schule des Lebens. Die Schütze zeigt dir das. Schütze steht in Verbindung zum Reisen. Und es kann Ausland sein, kann auch eine innere Reise sein. Und hier sind religiöse Themen, Richtungen, Spiritualität. Jetzt sind wir bei dem tiefsten Punkt des Horoskopes. Und wenn ich das vergleiche mit einem Baum, dann ist die Wurzel des Baumes. Und hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. All das, was uns Halt gibt im Leben, das ist unserem Vorfahren. Das sind unsere Traditionen, das ist unsere Herkunft und unserem Zuhause. Diese Themen gehören zum vierten Lebensbereich und hier hast du die Steinbock. Steinbock gehört zum Erdeelement und das bedeutet Bodenständigkeit. Ein fester Boden unter den Füßen und das brauchst du immer, weil das gibt dir Halt. Steinbock kann aber streng sein, besonders in ersten Lebenshälfte und auch von Elternhaus, ein strenges Elternhaus, die dir Grenzen gesetzt haben. In zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock angenehm. Was sorgt dafür, dass hier Struktur kommt, Sicherheit, Stabilität und Struktur. Steinbock zeigt unserem Ziele und Steinbock konzentriert auf die Ziele und gibt nicht auf, weil die Steinbock hat die Ausdauer und auch die Geduld, das zum Erreichen. Und das ist für dich ein schönes Zuhause zum Haben und auch der Platz, wo du sagst, das ist meins, da bin ich angekommen, hier fühle ich mich zu Hause. Steinbock vertritt das Altes und wenn das um die Wohnung geht oder Haus und Einrichtung, das ist mehr das Altes, Antiquitäten oder eine alte Villa, schön eingerichtet und das könnte für dich dein Zuhause sein.
Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Und das zeigt unseren Kinder und Enkelkinder, aber auch unserem inneren Kind. Und das sollen wir auch pflegen. Immer wieder zu uns selbst sagen, das hast du so gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Das stärkt uns innerlich. Und die Kinder zeigen uns etwas Wichtiges und das sollen wir lernen. Und das heißt spielen, damit wir unserem Leben nicht verspielen. Etwas spielerisch betrachten. Es passt nicht immer in allen Situationen, aber manchmal hilft, weil das gibt uns die Lebensfreude. Und das zeigt sich auch im Erwachsenenalter, das zu genießen, etwas schöpferisch gestalten oder spielerisch betrachten. Unser Leben vorstellen wie eine Bühne. Das Gestalten, auch Dekorieren, auch Sorgen für die Kostüme, auch für Schauspieler. Wir wählen die Schauspieler aus, wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und wir spielen die Hauptrolle. Und so können wir unserem Leben schöpferisch gestalten, nach unseren Vorstellungen. Wir brauchen aber das Spielerische dazu. Und hier hast du Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement, das symbolisiert Freiheit, Freiraum. Symbolisiert auch Gedanken, Ideen. Die Ideenreichtum, und das hast du auch. Die Frage ist, ob du das wirklich umsetzt in Tat oder bleibt eine Idee. Und hier lernst du das Umsetzen, schöpferisch gestalten. Wassermann zeigt noch etwas, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und so sind auch deine Kinder. Und so soll es auch dein inneren Kind pflegen, dass du einzigartig bist und warst auch als Kind schon. Im sechsten Lebensbereich ist der Alltag, die Pflichten, die Arbeit und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Tierkreis zeichnen Fischen. Die Tierkreis zeichnen Fischen gehört auch zum Wasserelement und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Das ist ein Wasser, die Ozeane, die Gefühlen. Und in diesem Ozean, die Gefühlen, schwimmen zwei Fischen in verschiedenen Richtungen. Der eine Fisch schwimmt in Richtung Angst, Zweifel. Zweifelt an allem. Und ich bin davon überzeugt, dass gibt es viele fischebetonte Menschen, die selbst Mitleid haben und die erzählen, wie schlecht die geht. Und dann bekommen sie Aufmerksamkeit, bisschen Streicheleinheiten. Und da wird festgehalten, die genießen das auch und merken sie nicht, das im Leben nichts verändert hat. Gar nichts, weil die Angst blockiert. Und dann kommen die Probleme, die Angst wird auch immer größer, bis zum Depressionen oder Alkohol oder Drogen. Und ich sage eins dazu, dann ist Endstation. Da muss nur aufwachen, weil es geht nichts weiter. Und dann kann man jemanden nur wachrütteln. Und sagen, jetzt drehst 180 Grad um und schwimmst in andere Richtung. Und hier sollte man die zweiten Fisch entdecken. Und hier ist die Reichtum verborgen. Nicht nur die finanzielle Reichtum, sondern auch die geistigen Reichtum. Und hier herrscht Neptun und Jupiter. Jupiter bringt das Glück, vermehrt auch alles und Neptun zeigt die Träume. Und wenn wir das glauben, dann kommt es genau so. Da passiert auch diese Wunder. Das heißt,
Hier lernen wir, eine Vision zu haben, eine Vorstellung von etwas. Und das Glauben, das Vertrauen und das Loslassen geschehen lassen. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und genau in die Richtung bewegt sich alles. Im siebten Lebensbereich öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Zurück zum Aszendent. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die wieder untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Die untere Teil, das Horoskop zeigt das Unbewusste, das obere das Bewusste. Aber in dem Augenblick, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast, die Geburtsmoment, spiegelt sich hier etwas. Und in diesem Spiegelbild erkennen wir unseren Seelenpartner. Und die Kinder haben noch diese Erinnerungen etwa bis dritte Lebensjahr. Und dann ist alles im unteren Bereich, das heißt im Unbewussten. Wieder. Worauf solltest du achten, weil die wieder öffnet den Tor zum einen glücklichen Partnerschaft. Erstens mutig zu sein, auf anderen zuzugehen, mal etwas ausprobieren. Das ist wie ein Abenteuerreise. Wieder ist auch Feuerelement. Und das zeigt Begeisterung, setzt alles in Bewegung. Was die wieder noch zeigt, das erzählt die mythologische Geschichte und hier in diesem Tierkreiszeichen ist ein Zauberwald. Und diesem Zauberwald ist versteckt der goldenen Felder wieder, was die Argonauten auch geholt haben. Aber erstmal muss die Drache besiegen, weil die Drache hütet diesen Wald und die Argonauten können nicht rein. Und die Drache symbolisiert die Angst. Also erstmal ein Sieg über unseren Ängsten. Dann können wir in diesem Zauberwald betreten und da ist diesem goldenen Felder wieder, was nichts anderes ist als unserem Energiefeld, unserem Aura. Ist auch Gold, wenn wir das richtig gestalten. Woher kommt dieses Energiefeld? Das kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Wenn wir mit Problemen beschäftigen und Ängsten haben, dann ist dieses Energiefeld eng, grau, bedrückt uns, hindert uns. Das sind Blockaden. Wenn wir positiv denken und angstfrei leben, dann dehnt sich das aus und dann strahlt das wie die Sonne. Und das ist Gold. Gold steht auch in Verbindung zur Sonne. Und das ist der goldene Felder wieder. Warum ist das so wichtig? Auf unserem Energiefeld achten. Weil das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt kosmischen Gesetze. Und eine davon ist, eine von den wichtigsten hermetischen Gesetzen, Gleiche zieht Gleiche an. Und wenn du das vorstellst, die ideale Zustand in Partnerschaft, lebst diese Vorstellungskraft und vertraust es, befreist du dich von Ängsten und fühlst du dich wertvoll dafür, dann dehnt sich das aus und genau das ziehst du auch an. Und das öffnet den Tor zum glücklichen Partnerschaft. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das mit Todesfall und Erbschaft auch was zu tun. Ich würde aber eher behaupten, dass hier gar nicht um das Tod geht, sondern das Leben. Das Leben erhalten bleiben und das zeigt Pluto. Das ist hier Pluto-Energie. Und Pluto belehrt uns, wie wichtig das ist, das Loslassen.
Viele Dinge muss absterben, damit etwas Neues entstehen kann. Und das sind die Erneuerungsprozesse. Natürlich anderen Pluto-Themen wie Sexualität gehört auch dazu. Das braucht man auch, das Leben erhalten zu bleiben. Aber das Wichtigste ist hier im achten Leben, nicht, dass die Sexualität nicht wichtig wäre, sondern was hier wir lernen im achten Lebensbereich, das Loslassen. Und das bedeutet nicht, dass wir alles loslassen sollen, sondern hier entdecken wir auch Schätze. Und das sollen wir bewahren, behüten und das pflegen. Aber was wir nicht brauchen, davon sollen wir verabschieden. Gewohnheiten, Gedankenmuster, Kontakte, Gegenstände und Gefühle wie Angst, all das, was wir nicht brauchen, was uns stört, davon verabschieden, damit was Neues entstehen kann. Hier hast du Stier. Wenn das um Erbschaft geht oder der Geld von Partner oder Investitionen, dann hast du mit diesem Stierenergie Glück, weil Stier verkörpert auch die Finanzen. Aber wenn das um Loslassen geht, dann ist es schwierig, weil Stier neigt dazu, alles bewahren, befestigen. Die neunten Lebensbereiche sind die Reisen. Auch Urlaub, Ausland, Auslandskontakte. Aber bedeutet auch höheren Bildung und inneren Reise. Und das ist Spiritualität oder Glauben, Glaubensrichtungen, Glaubenssätzen. Woran glaubst du? Glaubst du an dir selbst? Glaubst du an die Liebe? Glaubst du an deine Berufung? Glaubst du an dein Vorhaben? Das zum Stärken zeigt dir hier die Zwillinge. Das ist die spirituelle Reise. Natürlich, wenn das um Ausland geht und Urlaub, die Zwillinge ist davon begeistert. Zwilling ist sehr beweglich und neugierig, ganz klar, und pflegt Kontakte im Ausland, hat auch die Begabung zum Fremdsprachen. Aber wenn das um die Spiritualität geht, dann ist wichtig, die Zwillinge zu verstehen. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Leda war eine wunderschöne Königin. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde von ihm auch schwanger. Und sie gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und die beiden Zwillingen waren immer miteinander verbunden. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben müsste, und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, er möchte auch sterben, weil er möchte seinen Halbbruder nicht alleine lassen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und sie läuten im Zeichen Zwillingen, Castor und Pollux. Und das erzählt für uns etwas Wichtiges, dass wir Menschen eine Seele haben und unsere Seele wohnt in unserem Inneren. Und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, eine göttliche Funke in uns. Und das ist auch unsterblich. Das symbolisiert Pollux. Und wenn wir sterben, verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Die Seele hat die Erinnerungen, auch die Gefühle. Und wenn die Seele zurückkehrt zum Gott, dann kann ich sinngemäß das so vorstellen, dass Gott fragt dann, ja, erzähl mir,
wie war das auf die Erde? Und die Seele erzählt und erzählt und erzählt und das ganze Leben spielt sich wieder ab wie ein Film. Und Ende des Filmes fragt Gott uns, so kann ich sinngemäß vorstellen, ja, wie fühlst du dich jetzt? Und wenn die Seele sagt, ja, wundervoll, das war so schön auf die Erde, ich war so glücklich, ich habe die Liebe erlebt, es war lebendig, es war einfach wundervoll und ich fühle mich frei, dann hat die Seele von Karma befreit. Natürlich kommt noch die Gerechtigkeit dazu, ganz klar. Aber wenn die Seele sagt, ich habe alles angeschaut, mein ganzes Leben, von Geburt bis mein Tod, und jetzt stelle ich fest, ich habe gar nicht gelebt. Und das ist traurig, das ist hart, das ist richtig hart. Aber wir haben einen großzügigen Gott, der uns dann sagt, dann geh zurück und mach besser. Und die Seele wählt ein Schicksal, ein Schicksalsweg. Und dieses Schicksal hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und das ist die Teil Castor, das zeigen die Zwillingen. Und die Seele macht eine Seelenreise aus dem, und ist in diesem Rad drin. Und dieser Rad dreht sich und dreht sich. Das nennt man Schicksalsrad. Und wir sind so lange in diesem Rad drin, bis wir von Karma befreit sind. Wie schaffen wir das? Wenn wir unseren Weg machen, wenn wir zu uns selbst stehen, wenn wir das Leben genießen können, wenn wir das Leben gestalten, kreativ gestalten, wenn wir angstfrei leben, wenn wir befreit sind, dann haben wir ein glückliches und zufriedenes Leben. Und es läuft nach unserer Vorstellung, wenn wir daran glauben. Dann haben wir die Schöpfung verstanden. Und das, was wir lernen, und das ist diese Spiritualität hier. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Zurück zu diesem Beispiel, das ist das Krone des Baumes. Und hier tragen wir auch symbolisch diese Krone. Und das heißt, Anerkennung zu bekommen, Ansehen genießen, unserem Ziele erreichen, unserer Berufung leben, zeigt sich hier auch die Öffentlichkeit. Und hier hast du die Krebs. Krebs braucht nicht unbedingt dieser Glanz. Krebs muss auch nicht immer im Mittelpunkt zu sein. Aber Anerkennung braucht jeder Mensch. Und die Krebs kann auf die Intuition vertrauen. Immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, wo Anerkennung bekommt oder Erfolg hat. Krebs hat dieses Feingefühl und kann auch abwarten auf die richtigen Momente im Leben, auch bei Zielerreichung. Krebs bedeutet auch einen inneren Tempel. Gerade das braucht unsere Seele, ein Zuhause. Und wenn wir meditieren, dann ziehen wir uns zurück und das sollen wir auch gestalten, was uns beruhigt. Und dieser Ort zeigt die Krebs. Und wenn wir meditieren, dann können wir unsere Vorstellung leben und da Energie lenken. Und die Krebs spürt das auch, wann ist der richtige Moment zum Handeln. Krebs hat ein Bezug zum Geburt. Wann soll etwas geboren werden? Und das zeigt hier tiefen Intuitionen. Hier handelt es sich auch um Berufung. Und Krebs hat einen Bezug zum Familie. Natürlich kann das auch Kinderheim sein oder so sozialen Einrichtungen oder Familienbetrieb
oder ein Arbeitsplatz, wo du dich wohlfühlst, wie zu Hause. Im 11. Lebensbereich sind unsere Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften, und wir sollen auch mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Wir sind auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, und hier hast du die Löwe. Entweder brauchst du im Freundeskreis die Anerkennung und möchtest im Mittelpunkt sein, oder hast du Freunde, die in Öffentlichkeit stehen oder haben diese Glanz und du bewunderst die. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen. Und hier entdeckt man die Ursache an etwas, wie zum Beispiel Ursache die Erkrankungen oder die Gründe, warum ist es so. Das ist wie ein Forschungsgebiet. Hier im 12. Lebensbereich sind auch unsere geheimen Feinde, und hier hast du Jungfrau. Die Jungfrau hat die Begabung, alles untersuchen und das ganz genau. Also das wäre ein Bereich, die Forschungsgebiet und auch Heilung. Die Jungfrau hat Bezug zum Gesundheit und Heilung, und das wäre zum Beispiel auch interessant für dich, diese Heilenergie in dir entdecken und die Ursache, die Erkrankungen auch beschreiben. Sonne befindet sich im Waage, und das zeigt dein Selbst. So ähnlich wie bei Aszendent auch, die inneren Gleichgewicht, die Gerechtigkeitssinn. Du liebst auch das Schöne, das Harmonische und bist auch sehr kreativ. Der einzige Nachteil ist bei Entscheidungen, wenn du alles versuchst ausgleichen oder vergleichen. Oder Nachteil kann auch sein, wenn du versuchst dich beliebt zu machen, und oft wird das ausgenutzt. Wenn du versuchst, alle recht zu machen, dich beliebt zu machen, und eigentlich willst du das gar nicht, dann kippt dieses Gleichgewicht und verlierst die innere Harmonie. Mond befindet sich im Krebs. Dein Gefühl sagt, wie wichtig das ist, deine Berufung zu leben. Dein Gefühl sagt, wie wichtig das ist, Anerkennung zu bekommen, Ansehen, obwohl du möchtest nicht unbedingt im Mittelpunkt sein. Da bist du eher zurückhaltend. Vielleicht stört dich sogar, wenn du im Mittelpunkt bist oder in die Öffentlichkeit. Sonne und Mond, sie stehen in einer Spannung. Es war Halbmond, aber das erkläre ich später. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und mit Mars-Energie setzen wir uns durch. Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert auch der Mann. Im Geburtshoroskop ist das der Partner. Und Mars ist bei dir in Löwe. Und das heißt, du musst dich hier immer behaupten, durchsetzen, wenn das um den Freundeskreis, Bekanntenkreis geht oder in Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel ein Verein oder eine Partei. Hier sind auch deine Wünsche und Hoffnungen, und dieser Mars ist dann der Mann, die liebe Partnerschaft, ganz klar. Möglich ist es auch, dass du in einer Gruppe oder in Freundeskreis diesem Mann begegnest. Merkur hat einen Bezug zum Kinder und Jugend. Also sind auch Erinnerungen an die früheren Jahre. Mit Merkur-Energie lernen wir etwas, das ist das praktische Wissen.
zeigt auch unsere Intelligenz und auch unsere Handlungsfähigkeit. Und wie kommunizieren wir mit anderen? Merkur hast du in Skorpion. Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, kannst du die Frage stellen, hier im zweiten Lebensbereich. War dein Selbstwertgefühl gestärkt? Haben die Erwachsenen dir vermittelt, dass du wertvoll bist, oder warst du klein gehalten? Wenn du klein gehalten wurdest, dann hast du hier eine Aufgabe, zu deinen Werten stehen und mit Skorpion deinen Gefühlen transformieren und dich innerlich stärken. Merkur steht auch für Handlungen und Kommunikation. Im Skorpion ist es sehr gefühlsvoll. Oder manchmal fühlt man sich verletzt. Besonders dann, wenn auch Mond hier im Krebs auch in Vorschein kommt. Das kann immer wieder mal passieren, ein falsches Wort und du ziehst dich zurück und fühlst du dich verletzt. Jupiter zeigt deine inneren Größe. Das ist die inneren Sonne, auch deine Werte. Jupiter bringt auch Glück, schenkt uns Optimismus, gibt uns Chancen, Möglichkeiten im Leben und vertritt auch die Gerechtigkeit und öffnet den Augen auch für Ungerechtigkeiten. Jupiter hast du hier im Krebs. Und das heißt, steh zu deinen inneren Größe. Zieh dich immer wieder zurück und meditiere darüber. Hier zeigt sich Jupiter deine Weisheit. Und das sollst du auch in die Öffentlichkeit bringen oder zeigen. Das kannst du auch als Buch veröffentlichen oder Vorträge halten, wie auch immer. Jupiter gibt dir Chancen, Möglichkeiten und Glück, deine Ziele zu erreichen, Anerkennung zu bekommen, deine Berufung leben, aber achte auch auf die Krebsenergie, auf die Wasserelement. Und das zeigt, handel intuitiv. Venus ist weiblich, eine weibliche Energie, zeigt die Schönheit, Sinn, die Kreativität, die Harmonie und uns Frauen. Im Geburtshoroskop bedeutet das deine Weiblichkeit und auch wie du die Liebe lebst. Venus ist im Waage. Hier im Aszendent, wo auch um dein Aussehen handelt, bedeutet, du bist eine sehr schöne Frau und bist auch gepflegt. Und Venus herrscht über die Waage, also das bedeutet, Venus fühlt sich hier pudelwohl. Venus ist hier zu Hause. Also das ist dein weiblichen Aussehen, Ausstrahlung und so bist du auch wahrgenommen. Saturn ist rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit, oft karmischen Themen. Saturn ist auch der Hüter der Karma. Und belehrt uns. Ja, Saturn belehrt uns. Saturn ist im Wassermann. Das zeigt auch deine Kindheit. Saturn ist streng, besonders in früheren Jahren. Und so wie Steinbock die Elternhaus zeigt, beides in diese Richtung. Du bist in einem strengen Elternhaus aufgewachsen. Oder warst du mehr in Verbindung zu deinen Großeltern, Oma, Opa? Kann auch bedeuten, natürlich. Und hier hast du die Lernaufgabe, dein Leben spielerischer gestalten. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt auch für unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen hier im Löwe und das erlebst du in Freundeskreis, Bekanntenkreis.
Neptun lässt unserem Träumen leben, vorausgesetzt ist, dass wir das glauben. Neptun hast hier im Waage. Die Zeichen Waage steht für Schönheit, Harmonie, Kreativität. Venus ist die Planet der Schönheit und Kreativität. Und Neptun ist die höheren Oktave von Venus, der Planet der Künstler. Und all das zeigt klar und deutlich dein Schönheitssinn, deine Ästhetik, deine Harmoniebedürftigkeit, dein Gerechtigkeitssinn und deine künstlerische Begabung. Hier Saturn im fünften Lebensbereich kann bedeuten, dass nicht gefördert war in deiner Kindheit, sondern wurde gesagt, dass sowas macht man nicht, du musst einen Beruf lernen, was bodenständig ist, und du hast es nicht zugetraut, diese Begabung leben, das heißt deine Persönlichkeit leben. Pluto ist im Löwe, und Pluto hat ein Motto, alles oder nichts. Pluto macht keine Kompromisse. Und das erlebst du im Freundeskreis. Entweder oder, entweder bist du davon begeistert oder gar nichts. Du gehst keine Kompromisse ein. Pluto zeigt auch die innere Kraft und das ist auch die Überzeugungskraft. Und das kannst du vorteilhaft nützen, wenn das um deinen Wünschen geht. Und das stärkt dein Selbst, weil Löwe steht für Selbstwertgefühl, Löwe steht für Selbstbewusstsein und stärkt dein Herz, weil Löwe steht in Bezug zu unserem Herzen. Unserem Planet Erde bewegte sich im Widder. Und hier manifestiert sich etwas. Und das ist die Liebe-Partnerschaft. Und jetzt die beiden Mondknoten. Es gibt ein absteigende Mondknoten, das nennt man Ketu. Und das symbolisiert Vergangenheit, alten karmischen Themen. All das, was wir in früheren Leben schon erlebt haben, in diesem Weg sind wir schon gegangen. Das ist der Drachenkörper. Und das hast du im Waage. In diesem Weg bist du schon gegangen. Und deine Persönlichkeit, das im Ausdruck zu bringen, ist für dich sehr, sehr wichtig. Und weil du das schon kennst und kennst die Waage Themen, das heißt diese Kreativität, diese künstlerische Begabung ist nichts Neues, sondern da hast du die karmischen Erinnerungen, Talente und Fähigkeiten. Und du hast dieses große Bedürfnis, das zum Leben. Jetzt zu aufsteigenden Mondknoten, das nennt man Rahu, das ist der Drachenkopf. In diesem Weg sind wir noch nicht gegangen. Und das, was die Seele sucht das. Die Seele fragt, wo ist der Kopf der Drache? Also im Horoskop zeigt sich das. Und das ist im Widder. Und hier manifestiert sich alles. Im siebten Lebensbereich sind nicht nur Thema Liebe, Partnerschaft, sondern auch Verträge. Und das heißt, du hast die künstlerische Begabung. Nichts Neues, das kennst du schon. Und das möchtest du leben. Deine Persönlichkeit leben. Es kann sein, dass in Kindheit andere
Erziehung bekommen hast und du traust es nicht zu, dann brauchst du die Wiederenergie, weil das gibt dir den Mut, etwas Neues mal ausprobieren. Und hier bekommst du auch Verträge. Und hier manifestiert sich etwas. Und von deinem Partner bekommst du die Unterstützung. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist ein junges Mädchen, ganz unschuldig, man könnte sagen im pubertierenden Alter. Rohini symbolisiert die Morgenröte. Der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber sie hat noch ein paar Geschwister und die musst du auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister und besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Die Liebling ist natürlich Rohini, ganz klar. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Die Einflüsse kommen natürlich von den Sternen. Und das schauen wir an, wo hast du diese Mondhäuser. Dein Aszendent ist Waage und dieses Mondhaus heißt Chitra und das bedeutet Balancepunkt. Und das brauchst du im Leben, dein inneren Gleichgewicht. Und dieses Mondhaus wird von Spica bestrahlt. Spica wurde bei den Römern verehrt und das ist die Weizenähre der Jungfrau und das symbolisiert Ernte. Das heißt, wenn du zu deiner Persönlichkeit stehst, was du selbst richtig findest und es kommt in Ausdruck, dann trägt es auch Früchte. Sonne ist im Waage in einem anderen Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Swati, das kommt von Sanskrit und bedeutet Sva, selbst, und Ati bedeutet Seele. Steh zu dir selbst und kümmere um deine Seele. Dieser Mondhaus wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Dieses Stammbild ist im Südhalbkugel sichtbar und befindet den Südpol, das heißt, du brauchst Orientierung in dein Leben. Dieses Sternbild, Kreuz des Südens, symbolisiert auch spirituelle Themen und religiöse Themen. Mond hier im Krebs befindet sich im Mondhaus Pushya und das ist die Feingefühl, auch die Intuition im richtigen Ort, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Mars befindet sich hier im Löwe und dieses Mondhaus heißt Purva Palguna und das heißt, es war schon mal etwas. Und bei Mars handelt sich um diesen Mann. Das heißt, du kennst ihn schon von früheren Leben, er kehrt zurück und in diesem Leben kommt das zum Vollendung. Merkur ist hier im Skorpion im Mondhaus Anuradha und das bedeutet das größte Glück überhaupt und das kannst hier erleben in Finanzen. Die indischen Astrologen sagen, dass dieses Mondhaus bedeutet auf Elefanten reiten und Elefant ist ein Glückssymbol und Symbol für Wohlstand und das hier im Finanzhaus. Wird von Akrab bestrahlt. Akrab befindet sich im Sternbild Skorpion. Das ist oberhalb von Auge. Die Inder sagen, das ist die dritte Auge und zeigt hellsichtigen Fähigkeiten. Jupiter im Krebs, auch im Mondhaus Pushya, und das bedeutet tiefe Intuitionen und auch dieses Gefühl zu haben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Venus im Waage, im Mondhaus Swati, was ich gesagt habe, Sva bedeutet selbst,
Ati bedeutet Seele, kümmere um dein Selbst, um deine Seele und das mit Venus-Energie. Also achte auf deine Weiblichkeit, sei so, wie du das leben möchtest. Und die Kreativität, deine künstlerische Begabung sollst du so leben, wie deine Seele das dir flüstert, wie dein Selbst ausdrücken kannst. Und hier ist auch wirksam das Kreuz des Südens. Saturn hier in Wassermann ist im Mondhaus Purwapatra und wird von Pegasus bestrahlt. Pegasus zeigt, wie wichtig das ist, von Ängsten zu befreien. Da gibt es auch eine mythologische Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon. Und Poseidon schickte den Walfisch, dieses Seeungeheuer, in diesem Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Und dieser Seeungeheuer kam auch an und dachte, ja, warum sollte ich das machen? Was Poseidon gesagt hat, ich mache das, was ich will. Und dieser Walfisch nahm dann die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. Und die Nähe war Medusa. Medusa ist die Furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählte, dass jede, der Medusa erblickt, bekommt Angst. Und so ging das auch mit Andromeda. Sie hatte auch Angst gehabt und fühlte sich wie gefesselt, wie im Stein, bis dann Perseus kam und Perseus befreite Andromeda und verliebte an sie. Umgekehrt auch. Sie haben sich verliebt. Und Perseus tötete Medusa. Und in diesem Moment wurde Pegasus geboren von dem Mutterleib. Das war die Befreiung per Pegasus von diesem Mutterleib. Pegasus ist ein weißes Pferd mit Flügel, also kann fliegen. Und das war die Befreiung. Und natürlich auch die Luft, diese Leichtigkeit symbolisiert das auch. Und das, was diese Geschichte für dich was erzählt, befreit zu sein von Kindheitserinnerungen, das kann auch Mutterthemen sein, und auch befreit zu sein von deinen Ängsten. Uranus ist hier im Löwe und dieser Mondhaus heißt Uttara Palguna und das heißt, jetzt ist die Zeit gekommen, all das, was du gesät hast, zum Ernten. Es wiederkehrt etwas von früheren Leben und jetzt kommt die Ergebnis, die Vollendung. Und hier liegt auch die schöpferische Kraft. Neptun befindet sich im Waage und dieser Mondhaus heißt Vishakha und Vishakha ist eine Feuergöttin und hütet den Feuer im Tempel. Und das kannst du so vorstellen. Unsere Seele wohnt in unserem Inneren und braucht einen Raum. Und ich nenne das als inneren Tempel. Und Vishakha zeigt, wie wichtig ist, diese inneren Tempel pflegen. Und das können wir, wenn wir meditieren, dann kommen wir zur Ruhe und dann entdeckst du diese Feuer. Diese Feuergöttin Vishakha, da brennt die Feuer. Und das heißt Herzenswärme. Das bedeutet Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und das, was du entdecken kannst, und das ist die Neptun-Energie. Und Neptun ist der Planet der Träume und auch für Künstler. Pluto befindet sich hier im Löwe, im Mondhaus Purwapalguna
Das ist dieselbe Mondhaus wie bei Uranus. Und das heißt, es war früher etwas. Dann kehrt das zurück und jetzt kommt die Vollendung. Ketu hier, was die Vergangenheit symbolisiert, hier im Waage, befindet sich im Mondhaus Vishaka und das ist diese Feuergöttin, was ich vorher erzählt habe bei Neptun-Energie. Und Rahu im Widder, dieser aufsteigende Mondknoten, befindet sich im Mondhaus Harani und das bedeutet das Urvertrauen. Die ganze Schöpfung, wie das alles beginnt, dieses Urvertrauen haben und das im Bereich Liebe, Partnerschaft. Jetzt die Verbindungen. Sonne und Venus steht in Verbindung und sie wirken gemeinsam. Und das zeigt dein Glanz, dein Auftreten. Ich könnte sagen, ein machtvolles Auftreten zeigt auch deine Weiblichkeit, so bist du auch wahrgenommen als schöne Frau. Wenn das um Kreativität geht oder künstlerische Begabung bei Venus-Energie, dann die Sonne dazu zeigt die Öffentlichkeit, die Erfolg. Sonne und Venus stehen mit Mars in einer schönen Verbindung. Und das heißt, du hast diese Kraft, dich zu behaupten. Und bedeutet auch, dein Partner unterstützt dich dabei. Neptun und Saturn steht auch eine schöne Verbindung. Das heißt, alles, was du vorstellst, deine Träume, sollst du auch verwirklichen. Das ist deine Lernaufgabe, das belehrt dir Saturn. Neptun steht mit Uranus auch in einer schönen Verbindung und das heißt, deine künstlerische Begabung, deine Vision, dein Traum ist ungewöhnlich, außergewöhnlich. Saturn und Uranus spiegeln etwas. Saturn, Uranus, die sind gegenüber und das heißt, wieder ausgleichen, ausbalancieren oder vergleichen. Wann sollst du etwas in Form bringen, das realisieren? Wann soll diese Veränderung kommen? Das sagt deine innere Stimme und dazu brauchst du die inneren Gleichgewicht. Ich habe gesagt, du bist im Halbmond geboren. Und Halbmond ist Spannung. Sonne, Mond steht in Spannung. Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter. Das kann sein, dass diese Spannung von Elternhaus kommt. Es fehlt etwas. In deinem Geburtsmoment war Sonne im Waage, das ist Luftelement. Unserem Planet Erde im Widder, das ist Feuerelement. Mond im Krebs, das ist Wasserelement. Und Halbmond bedeutet, dass Sonne, Mond, Erde stehen in Verbindung. Und es fehlt die vierte Element als Ausgleich und das ist die Erde-Element. Und die Erde-Element ist Steinbock, Jungfrau und Stier. Und hier hast du keinen Planeten. Und das sollst du stärken. All das, was du vorstellst, in Realität, im Tat umsetzen. Du bekommst aber von anderen diese Unterstützung. Und ich würde sagen, das wird dein Partner sein. Und jetzt zu diesem Bild, das hat mit tibetischen Astrologie was zu tun. Wie das gezeichnet ist, spricht mich nicht unbedingt an, aber ich achte auf den Symbolen. Für dich ist wichtig zum Erkennen, dass immer wieder mal Gewitter kommt in dein Leben. Das sind auch Herausforderungen, aber das ist notwendig, weil das hat eine reinigende Wirkung. Und dann hast du die Chancen, Möglichkeiten, dich zu behaupten. Aber du kannst dich behaupten, wenn du im inneren Gleichgewicht bist und auf deinen Gefühlen achtest, dadurch entsteht etwas Neues. Dieses Feuerfeld bedeutet, du bist
charmant, bist leidenschaftlich, liebst auch Veränderungen, hast du eine starke Wille, kannst dich gut einsetzen für anderen, besonders wenn es um Gerechtigkeit geht. Du hast auch guten Geschäftssinn. Manchmal bist du ungeduldig und du liebst Reisen. Die Zahlen haben auch Bedeutung. Deine Glückszahl ist die Zahl 4 im Erde-Element und das bedeutet die Taten, die Realität, deine Ideen umsetzen, so dass eine Struktur bekommt. Die Fokus ist, was im Mittelpunkt ist, die Zahl 7 im Feuerelement und das heißt Chancen, Möglichkeiten in dein Leben, aber das nicht einschlafen, sondern aktiv sein, das wahrnehmen, mutig zu sein. Deine Schicksalszahl ist die Zahl 1 im Metallelement und das bedeutet, steh zu dir selbst. Das heißt nicht, dass du alleine leben sollst oder einsam, überhaupt nicht, sondern wenn es um Klärung geht oder willst du an etwas konzentrieren, dann ist wichtig, dass du selbst die Entscheidung triffst. Liebe Liana, so könnte ich dein Geburtshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.